Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Ori and the Blind Forest. Wir sind gerade, um genau zu sein, wo? Und zwar in den Elendsruinen drinnen. Und wir müssen weiter, denn wir müssen sie nämlich wiederherstellen. Das ist unser großes Ziel. Und wir haben hier etwas bekommen, womit wir unter anderem an Wänden laufen können, wenn wir lustig sind. Oder halt auch da sterben können. Das ist auch wunderbar. Naja, dann müsste ich mal hier jetzt mal richtig springen. Genau, weil solange ich das Ding habe, bleibt die Schwerkraft so erhalten, wie ich da stehe. Nur durch Rundungen, wie zum Beispiel hier, kann ich das ändern. Dann kann ich hier nämlich so runterspringen, hier hin. Und dann geht's hier irgendwie weiter. Ja, genau. Hier mal runterspringen. So zum Beispiel. Dann nehmen wir mal ein paar Energiezellen. Dann ist die Frage, wo geht es für uns jetzt so weiter? Dort drüben zum Beispiel. Da können wir nämlich ein Kartensteuerfragment einfügen. Wir haben nämlich noch eins übrig gehabt. Und dann sehen wir, dass hier noch einiges ist. Okay, ich denke mal, wir müssen nach rechts. Da ist auch dieses Geistertor, wie man ja da unschwer erkennen kann hier. Wir brauchen 1, 2, 3, 4 Stück. Also wenn die Zahl da auch übereinstimmt, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall haben wir noch ein paar Steinfragmente hier noch überall herumliegen. Einerseits hier, da und da. Hier ist ein Teleporter. Also ich würde sagen, wir gehen erstmal hier so rum zum Teleporter, hier hoch. Oder wir gehen hier zuerst lang. Ich weiß jetzt nicht, ob wir so rumgehen oder eher so rum. Mal gucken. Mal gucken. So, gehen wir hier wieder raus. Und wie kann ich das ablegen? So. Ich möchte mal kurz gucken, wie viele Fragmente brauche ich. 4 Stück, okay. Autsch. Ah, ich drücke andauernd B. Mann, ich will natürlich nicht B drücken. So, wir brauchen das Teil auch, um hier stehen zu können. Weil, eieiei, das ist nämlich Lava oder so. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr heiß aus. Daher wird wahrscheinlich Lava sein. So, hier richtig springen. Wunderbar. Das Ding noch nicht loswerden. Ach, ich dachte, ich schaffe den Sprung. Ich dachte, ich schaffe ihn, aber nein, ich habe ihn nicht geschafft. Und ich muss wieder an Speichern denken. Eieie. So, Böni kommentiert ja hier immer noch sehr viel, was mich sehr dolle freut. Vielen, vielen Dank an dich, Böni. Gibst mir ja auch viele Tipps und so. Tipps auch teilweise, die ich dann schon selber dann irgendwie herausgefunden habe, weil ich ja das Let's Play um ein paar Tage schon im Voraus immer aufnehme. Damit ich genügend habe. Und ja, wie machen wir denn das jetzt hier? Kann ich das loslassen und dann direkt da weiter? Nein! Du solltest das doch loslassen, Mensch. Und wie habe ich da, glaube ich, gerade die falsche Taste gedrückt? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ah, es ist halt so ein bisschen kompliziert noch. Weil man halt trotzdem immer dieselbe Taste noch drücken muss. Zack, hier hin. So, hier hin. So, gut. Ich könnte natürlich auch versuchen, so hier runter zu springen, aber nee, das wird nichts. So, das war mein Plan. Das war mein Plan, er hat funktioniert. Und dann, ach, ich hätte da auch so runtergehen können, okay. So, Spielspeichern. Natürlich. Ich habe gerade da so einen Punkt gesetzt zum Speichern, na toll. Teleportieren könnte ich mir. Ach, ich muss ja da. Fragment da wieder einfügen. Nein. Natürlich. Ach man. Jetzt habe ich komplett das Kartenfragment da vergessen. Komm her. Da haben wir das. Eieiei. Also das war ja jetzt wirklich. Hallo, du sollst es loslassen. Mann. Das war ja jetzt wirklich heftig. So, gut. Bisschen Schaden genommen, ist aber nicht so schlimm. Jetzt geht es wieder zurück. Und jetzt ganz nochmal. Huhu, ich freue mich. Ja, ich weiß ja, dass ich jetzt hier so runterspringen kann. Genau. So, kurz nochmal speichern. Nein, falsche Taste. So. So, jetzt komm mit hier. Damit wir hier noch ein bisschen was schaffen. Ich habe auch volle Leben wieder. Sehr schön.
So, euch Eisviecher hier mal ganz schnell weg. So, Nummer 1 und die Nummer 2 da unten noch. Okay. Dann mal kurz loslassen, dass wir wieder ganz normal stehen. Ja, komm her. Aber hier jetzt kann ich so nicht hoch, nee. Aber ich kann hier, genau, es gibt ja noch den Wandsprung. Hab den Kopf schon komplett vergessen. So, du bist weg. Das sieht aber mit dem Eis hier aber auch richtig schön aus. Ich mag diese Eiseskälte hier. Zumal wir ja auch bald Winter haben, da passt es ja auch. Okay. Eieiei, jetzt kommen hier Timing-Spiele noch mit dazu. Es hat gepasst an sich, allerdings müsste ich dann das Teil auch noch treffen. Ach man, oh. Dann nochmal neu. Und speichern nicht vergessen, aber... Ja, muss ich mir wirklich erstmal wieder ins Gehirn ein. Wenn man ein paar Tage nicht aufnimmt, dann passiert sowas halt. So, weg mit dir. So, hier und Wandsprung hier hoch. Da oben speichere ich dann. Nachdem ich den hier besiegt habe. Der ist ja nicht so schwer. So, speichern. Ich finde es halt auch krass, wie das Spiel immer wieder mit neuen Ideen punktet. Immer wieder neue Ideen. Was ich halt sehr, sehr nice finde. Kann ich hier speichern? Nein, kann ich nicht. In stabilen Boden kann ich das nicht machen. So, warte, jetzt springen. Ah, dieses Mal hat es geklappt. Ah, da war noch. Warte, da unten war da auch noch so ein Teil. Gut, da komme ich früher oder später noch hin. Stimmt, da komme ich früher oder später noch hin. Also von daher... Ignorieren wir das Ganze erstmal. Das ist doch. Eieiei. Gerade so noch richtig hier. So, du mal weg. Dachtest du dir, kannst du mich drauf treffen? Na, hast du ja wirklich gedacht. So, hier rüber springen. Den kann ich jetzt loslassen. Kann ich hier stehen? Nein, kann ich natürlich nicht. Speichern. Nee. Wie soll denn das da... Wie soll das da funktionieren? Wie? Bitteschön soll... Der Wind weht von rechts. Vielleicht... Ah, warte. Oh, ich bin doch doof. Ich bin doch doof. Ja, manchmal kann ich wirklich... Blicke ich wirklich die einfachsten Dinge nicht. Wunderbar, so funktioniert das auch. So, mal hier runterspringen. Autsch! Das wusste ich nicht. Okay. Das war nicht schlecht, aber gut, das wusste ich nicht, dass da so ein Strahl durchkommt. So, nochmal. Sehr schön. Okay, da sieht man es jetzt aus. Wisst ihr was, dann springe ich einfach hier hin. Ganz einfach. So, wie kann ich dem am besten ausweichen? Okay. Ja, das war vielleicht ein schlechter Zeitpunkt zum Springen. Aber so ein schlechter Zeitpunkt. Schlechter hätte ja nicht sein können. Mann, oh Mann. So. Schlechter hätte ja nicht sein können. So, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. So. Jetzt ist hier ein guter Zeitpunkt gekommen. Hier erstmal rüber. Ich muss sehen, wie weit der Strahl überhaupt geht, beziehungsweise auch, dass mein Gegner da oben singt. Hier musste mich auch noch weg. So, der ist weg. Okay, das haben wir. Neuer Speicherpunkt. Und was erwartet mich da unten? Ah, so ein Stück, das ist sehr, sehr gut. Okay, das ist auch das vorletzte, um genau zu sein. Das vorletzte. Dort rechts oben scheint noch was zu sein. Und halt dann da noch das vom Geistertor. Ich speichere ruhig nochmal. Sicher ist sicher. Aha, da ist noch. Okay. Doch wie komme ich da am besten hin? Ja, das war wieder. Mein Kopf war verwirrt mit den ganzen Tasten.
Ich weiß, wie ich das mache, aber ich habe die falsche Taste nämlich gedrückt. Na gut, das ging so jetzt nicht. Ich muss auf jeden Fall diese Kugel dann loslassen. Im richtigen Moment. So, genau so. Genau so. Zack. Bisschen Erfahrung, wunderbar. So. Nochmal ruhig speichern, wir haben genügend Energie. Autsch. Und springen. Wunderbar. Hier erstmal kurz ausruhen. Wie geht's denn hier weiter? Da unten geht's dann weiter. Ach du Eilige. Nee, das war so nix. Das ist so nix. Oder warte, ich kann ja hier einfach so stehen. Genau. Genau, so ist es doch besser. Und dann bin ich wieder hier. Wunderbar, wunderbar. Das ist mein Ziel. Jetzt brauche ich noch dieses eine Stück da. Wo ich nochmal speichern. Weil ich weiß jetzt nicht, wo ich hier dann unten lande. Okay, das sieht bisher ganz gut aus. Hier jetzt hin. Ach so, okay, das war ja einfach. Das war ja wirklich mehr als einfach. Dann kann ich da ja direkt wieder abspeichern. Muss ich nur den Sprung mal schaffen? Wunderbar. Spiel ist gespeichert. Und das kann ich loslassen. Hallo Spinne, hallo Spinne, hallo Spinne, hallo Spinne. Ich glaube, ich spinne. So, wunderbar. Das sei erledigt. Jetzt fehlen hier nur noch ein paar Orte, die erkundet werden müssen. Und wir sind noch nicht mal bei der Hälfte des Parts, also es läuft ja super. Ach, der wieder. Ist ja schön. Oder ist es jetzt noch ein anderer? Das weiß ich gar nicht. So. Jetzt auf jeden Fall runter. Ich speichere. Ach, da kann ich das rein tun. Okay. Anscheinend brauche ich das jetzt nicht mehr. Ja. Da oben hat sich ein Weg geebnet. Das finde ich super. Dieser Schrein muss alles angetrieben haben, was sie gebaut haben. Sieh ihn dir jetzt an. Sieh, was er getan hat. Was hat er getan? Das ist einer wirklich von den eigentlichen Einwohnern. Ein Überlebender. Oh nein. Alle tot von ihm. Alle tot. Spiel wurde automatisch gespeichert. Danke sehr. Jetzt kann ich nämlich hier wieder hoch. Zack, zack, zack. Und nun geht es hier weiter. Haben sich sonst noch irgendwelche anderen Wege geebnet? Glaube nicht. Nee, wir haben ja sonst alles gesehen. Achtung, Stacheln. Ja. Ich frage mich, ob Gumo von ihrem Schicksal weiß. Ich hoffe, er kann uns vergeben, dass wir noch leben, während sie von uns gegangen sind. Eieieiei. Die Armen. Die Armen. So, speichern. Hier kriege ich eh neue Energiezellen. Zumindest anderthalb. Wieder. Das wird jetzt gefährlich. Da muss ich erstmal gucken, wie gehen wir hier am besten vor. Ich warte erstmal kurz. Jetzt hier hoch. Nee. Das war so nix. Ich glaube, ich sollte da oben erstmal warten. Und dann kann man ja weitersehen. Nein, man müsste allerdings erstmal schaffen, da drauf zu landen. Das ist Schritt Nummer 1. Alle weiteren Schritte. Ups, da war ich ein bisschen. War ich ein bisschen zu ungeduldig. Bisschen mehr Geduld haben. So, wunderbar. So soll es sein. Okay, hier drauf landen. Hier müsste ich nämlich sicher sein, oder? Ja, das sieht gut aus. Eieiei. Kurz warten, kurz warten. Und hier hin. Wo bin ich jetzt? Da geht's in diesen komischen großen Raum. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon hin soll. Das sieht so sonderbar aus. An sich soll ich wahrscheinlich schon dahin. Aber ich würde gerne erstmal auf die andere Seite gucken, was da noch so ist. Eieieiei. Da muss ich aber mir erstmal einen Plan machen. Wie mache ich denn das am besten?
kurz warten. Hier rüber. Da gibt es einen Schalter da unten. Okay, okay. Bis jetzt läuft es. Bis jetzt läuft es. Bei welcher Stellung sollte ich am besten unten rechts? Ah, werden die sich so ein bisschen bewegen. Und zwar jetzt. Hier hin. Ich glaube, hier ist unten extra. Würde ich schätzen. Irgendwas extra ist hier. Vielleicht eine Energiezelle. Das wäre super. So. Das ist instabiler Boden? Ach man. Ich habe nämlich jetzt Angst, dass ich sterbe. Ach nein! Ernsthaft, das war ja mehr als lächerlich gerade. Das war ja mehr als lächerlich gerade. Gut, dann probieren wir es nochmal, nur jetzt ein bisschen zügiger. Eieieiei. Ich weiß halt nicht, wie ich dann wieder hochkommen soll. So, jetzt haben wir das da offen. Wie soll ich am besten wieder hochkommen, ohne dass ich sterbe? Gibt es hier noch einen Weg? Nein, natürlich nicht. Ach, da konnte ich jetzt... Oh, okay. Sehr schön, da konnte ich in der Ecke speichern. Das ist sehr, sehr gut. Okay, wunderbar. Ich bin so jetzt hier hochgekommen. Allerdings, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich auf den oberen Block lande. Dementsprechend bin ich da weitergesprungen. Ist nicht so schlimm. So, haben wir. Kurz warten. Ah, ich springe da ein bisschen... Weil ich denke, Innsbruch schaffe ich nicht. Nee. Mache ich einen Doppelsprung draus und dann wird aus einem normalen Doppelsprung noch ein weiterer Sprung, dass ich dann rausfalle. Naja, egal. Oder runterfalle, meinte ich. Da. Okay. Wir haben das hier jetzt so zumindest geschafft. Noch mal ein paar Leben. Ja, gut. Ich speichere hier. Allerdings kann ich jetzt so zum Beispiel nicht mehr speichern. Autsch. Aber speichern war trotzdem wichtig. Wie man gerade gesehen hat. Dann geht's rüber. Okay. Was bringt mir das? Eine Energiezelle. Nice. Nee, Lebenszelle meinte ich natürlich. Ich meinte natürlich Lebenszelle. Nice. Jetzt muss ich aber erstmal wieder zurückkommen. Sehr schön. Da bin ich tot. Das ist klar, dass ich da drinnen tot bin. Ich hab nicht abgerechnet, als ich da reinkomme. Nein. Ach, warte, ich kann ja auch mich an der Wand so festhalten. Genau. Das ist deutlich einfacher, aber... Vielleicht wäre es auch ein bisschen einfacher, hier drüben weiterzumachen. Ich glaube, da ist es wirklich einfacher. Ja, der Rückweg ist wirklich das Schwierigste hier. Oh. Wenn man einmal hier oben angekommen ist, ist das gar kein Problem. Aber wie soll ich denn jetzt da rüberkommen? Es gibt ja so, hier nicht so ein Teil zum Rüberkommen. So, ich warte, bis der Strahl weg ist. So. Ja gut, ich muss da halt mich einmal treffen lassen. Ist dann auch nicht so wild. Pech gehabt, so gesehen. Und hier gibt es sowieso ein paar. Nee, doch nicht. Ich dachte, da kann ich mich heilen. Aber nein. So, ja. Speichern darf ich nicht mehr. Speichern ist Ende Gelände. Was? Ach nein. Ach Mann. Naja, Versuch. Diesmal habe ich mich sogar gar nicht mehr treffen lassen. Das war mega nice. Hi, hi, hi. So, ich glaube, hier bin ich ein bisschen sicherer. Ah. Das ist so gefährlich. Wo muss ich denn lang rum? Muss ich? Komm, komm. Wunderbar. Wunderbar. Ich hab's geschafft. Unten wäre jetzt noch eine nicht eine Zelle gewesen, sondern ein bisschen Energie wäre noch da gewesen. Ich verzichte jetzt mal darauf. Weil ich hoffe, hier werde ich irgendwo speichern können. Hey, hey, guck mal, das sieht aus wie ein Gesicht. Drücke X, um seinen zuzuhören. Das Element des Windes liegt vor uns. Es wird im Herzen dieses Ortes aufbewahrt. Da ist er schon wieder. Die
Diese Ruinen sind alles, was von dem Gumon übrig ist. Sie erinnern uns an ihr Schicksal. Gumon hat jene verloren, die er lebte. Ne, Gumon meinte ich. Daher ist er der Letzte seiner Art. Ori, wir müssen das Licht zurückbringen. Für Nibel und die Erinnerung an die Gumon müssen wir das Element des Windes wiederherstellen. Für die beiden. Okay. Passiert jetzt wieder irgendwas, dass ich hier abhauen muss? Kann ich mir gut vorstellen. Eieiei. Wow. Bewegt von ihren Worten beschloss er zu handeln. Alte ZR gedrückt, um Kuros Feder zu benutzen. Wow. Okay, es gibt eine Flucht, aber anders als ich angenommen habe. Und ich bin schon fast tot. Wie soll ich den Wasserstrauß? Ja gut, ich kann manchmal... Autsch! Okay. Das war jetzt... Das ist... überraschend. Wie zum Beispiel auch, der Gänsebaum geflutet wurde. Das war ja auch sehr überraschend. So ist es hier jetzt auch. Und wieder diese tolle Musik. Ich liebe sie. Ich liebe sie. So, hier müssen wir jetzt den Gegner drauf lenken. Okay, sehr, sehr schön. Ah, da. Huiuiui. Ich habe noch kaum noch Leben. Wie soll ich denn das jetzt hier alles schaffen? Ah, oi, wie soll ich denn dem ausweichen? Mann! Ha! Ist natürlich wieder eine heftige Stimmung hier. Ja, ich mach's jetzt mal ein bisschen langsamer. Vielleicht darf ich sogar da oben speichern, das weiß ich gar nicht. Ich mach's jetzt ganz vorsichtig, ganz langsam. Wir haben Zeit. Es kommt dieses Mal keine Flut auf uns zu. Autsch! Nein! Jetzt hat mich dieses Fieder bekommen. Okay, nochmal neu. Nein. Och, dieser Wasserstrahl, jetzt schnell hier hoch. Kurz warten. Wie viele Eisapfen kommen denn da überhaupt runter, Mensch? Das war nix. Das war auch nix. Mann, mach es endlich auf, danke. Kann ich hier speichern? Nein. Ah! Und dementsprechend bin ich dann direkt gestorben, weil ich kurz gewartet habe. Ah! Okay. Ah! Ah! Das ist sau! Ich habe mich noch nicht treffen lassen in dieser Runde. Ha, es ist doch ein Fortschritt. Und das Ding ist gleich auf. Sehr, sehr schön. Komm, durch da. Und hier hoch. Jetzt ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Das Einzige, was hetzt, sind die Steine, die runterfallen. Die killen einen komplett? Och, das ist doch... Wozu mache ich mir die Mühe, keine Leben zu verlieren? Wozu mache ich mir die Mühe, wenn ich da sowieso sterbe? Aber gut, den Winzerboss musste ich auch in einem Zug verlassen. Und das hat ja auch... eine ganze Weile gedauert, bis ich dann da raus war. Ach, das habe ich nicht gesehen, Mensch. Komm, blödes Vieh. Na, fast. Was ist jetzt? Ach, du lebst doch noch. Ich dachte, du bist tot. Oh! Hier bin ich. Oh, Mann! Hier bin ich. Ey, treff doch mal! Der kann nicht treffen, das Vieh. Ja, mich triffst du. Mhm. Mensch. Oh, gleich der erste Eishapfen. Ah! Hoch hier. Es ist aber wieder sowas von nice inszeniert. Ich lasse mich zwar andauernd treffen und ich krieg's nicht hin. Ich bin zu doof dafür. Warum bin ich jetzt nicht da rum? Mensch.
Ich bin zwar ein bisschen zu doof dafür. Ich bin ja auch kein Pro-Player hier drin. Aber es ist einfach nice. Es macht Stimmung, es macht Spaß. Und das ist ja die Hauptsache. Dann hat das Spiel alles richtig gemacht. Ja, komm, da hoch. Danke. Hey, Mensch. Mensch, ich weiß ja nicht mal, warum ich sterbe. Aha. Ich glaube, ich hatte gerade noch die Feder aktiviert. Kann das sein? Ja. Manchmal bin ich so paralysiert, so gesehen, und lasse einfach die Taste gedrückt. Und denke mir, es wird schon nichts passieren. Oder es wird schon was passieren. Ich weiß es nicht. Ach, du blöder Eishappen. So, durch da. So, und ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Vielleicht hier auf der rechten Seite irgendwie ausweichen. Erst wenn ich da bin. Aha. Aha. Es geht doch nicht hier hoch. Sehe ich irgendwas nicht? Ich blicke irgendwas nicht. Ich spüre es, wie ich etwas nicht blicke. Vielleicht geht es jetzt unten weiter. Ach, das. Aha. Hat unten was aufgerissen. Verstehe. Oh, lass mich in Ruhe. Ah! Ich weiß ja nicht mal, wo das alles rauskommt. Okay. Ja, übertreibt es. Übertreibt es halt. Ah! Hier kann ich Pause machen. Aber Pause ist ja nicht. Oder doch. Ei! Oh, da kann ich Pause machen. Pause. Ich darf keinen Speicherpunkt setzen. Du bist nicht im sicheren Bereich. Na toll. Großmahlzeit. Hier auch noch nicht. Aber vielleicht hier. Kurus Nest. Und ich kann speichern. Danke. Danke. Und an dieser Stelle geht es im nächsten Part weiter. Was ist hier Kurus Nest? Ich darf nicht mal die Karte aufrufen. Also es wird spannend.